Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Wochenende, kann ich nur sagen. Das heißt, zwei Tage, wo ich richtig noch was tun kann. Also, deshalb alles in Angriff nehmen, was nun geht. Herkules, Prima 5, in Angriff nehmen. Und zwar wollte ich gerade die hintere Bremse betätigen. Das heißt, das Mofa stand hier auf der Bühne. Ich wollte einfach mal gucken, wie ist denn die hintere Bremse, weil die habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Und da ist mir was aufgefallen, was ein bisschen lebensgefährlich ist. Und das wäre auch die erste Frage an André. André, bist du etwas lebensmüde? Ihr seht bestimmt, was ich gerade meine. Und zwar, hier seht ihr diesen Konus. Guckt mal, was hier vorsteht. Das ist die hintere Bremse. Da ist eine Schraube weg. Also vielmehr, die Mutter ist davon weg. Das ist lebensgefährlich. Man gut, dass ich noch nicht auf der Straße war. Ja, später wurde dann, das ist ja die letzte Baureihe, später kam hier ein Bremslichtschalter dran. Seht ihr das? Wenn ich bremse, dann kommt hier, seht ihr, dieser Stift hier raus. Das ist ein Unterbrecher, der hinten dann anzeigt, dass gebremst wird. Das funktioniert mit der hinteren Bremse und sollte auch mit der vorderen Bremse funktionieren. Also mit der Vorderbremse. Ob es funktioniert, das können wir immer noch feststellen. Ich würde mal gerne gucken, ob wir das so auch einhängen können. Ja, zur Not habe ich noch Möglichkeiten und kann hier die Bremse noch nachstellen, ne, oder nachjustieren. Hier habe ich jetzt eine Unterlegscheibe, die nutze ich auch. Die kommt nämlich hier vor. Und was ich auf jeden Fall nutzen werde, eine selbstsichernde Mutter. Ne? Die ist selbstsichernd und die kommt jetzt nach Möglichkeit hier drauf. So kann sich die Mutter auch nicht so schnell lösen. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen vor, dass ich überhaupt hier dran komme. Ich denke mal, das Gewinde wird noch in Ordnung sein. Aber ich komme hier knapp dran. Jetzt. Gut, das heißt, Schlüssel ansetzen und auf jeden Fall die selbstsichernde Mutter bis vorne ranschrauben. Also das hätte ein Tritt ins Leere werden können. Und das so, bei sowas oder mit sowas ist kein bisschen zu spaßen. Da können wirklich Leben von abhängen. Und ja, deshalb also erstmal festschrauben und testen, ob es denn dann auch wieder ordentlich funktioniert. So, ich möchte jetzt mal, ja, so sieht es gut aus. Trete jetzt mal die Bremse. Ja. Gut, dazu drehe ich auch gleich nochmal das Rad. Ich drehe jetzt hier mal das Rad und bremse mal. Ja, das ist okay. Ich nehme mal die Bremse so hin, weil normalerweise bremst man ja hier. Und jetzt nochmal das gleiche. So ein bisschen mehr Freiraum gucken. Ja. Oh ja. Oh. Alles okay. Das hätte wirklich ins Auge gehen können. Wenn wir jetzt schon in dem Moment gerade bei dem Thema Hinterrad sind.
Das ist ja ein großes Kettenrad. Ne? Das ist wirklich recht, recht groß. Aber wer diese Kette hier gespannt hat, die Kette ist viel, viel zu straff. Also ein bisschen mehr Bewegung darf sie haben. Weil sonst haue ich mir die Zähne von dem Kettenrad oder auch den Ritzel ganz schnell kaputt und klein. Weil mit dieser Spannung, nein, bloß nicht. Das heißt, Werkzeugkohlen lösen. Das wollte ich auch nochmal zeigen. Hier spannt man ja im Grunde die Bremse mit oder löst sie, je nachdem etwas. Und hier hinten ist auch nochmal eine selbstsichernde Mutter drauf. Da hier keine Einkerbung ist, also dass sich diese Verschraubung lösen kann, war hier jetzt natürlich nochmal eine selbstsichernde dabei. Gut, die müsste nicht unbedingt dahinter, aber ich drehe sie jetzt mal so weit hinter, dass sie wenigstens bis hier mit anliegt, dass da nichts passieren kann. Dazu hole ich mir aber eine Knarre, eine Ratsche mit einer Nuss, dann bin ich ein bisschen schneller. Hier habe ich jetzt eine lange Nuss drauf und normal kann ich sie jetzt mit der Hand hier vorschrauben und wie gesagt, lasse sie nur dahinter sozusagen stehen als Anschlag. Gut, das sollte reichen. Ja, Bremse funktioniert, trennt auch, also das heißt, sie geht wieder auf und zu. Ja, das sieht gut aus. Funktioniert auch. Gut, wo ich schon dabei bin, die Schelle setzt man normalerweise nach unten hin, dass es von oben schicker aussieht. Deshalb würde ich sagen, ich löse die Schelle. Die ist auch falsch rum drauf eigentlich. Normalerweise müsste sie gedreht werden. Gucke mal, ich löse die Schelle mal ein bisschen mehr und drehe sie wenigstens nach unten, weil wie gesagt, das sieht um einiges schöner aus und so schraube ich es jetzt natürlich auch wieder an. Das heißt, hier halte ich hinten gegen und ziehe die Schelle, ja, nach Möglichkeit jetzt ordentlich an. Ich gucke mal, so ziehe ich an. Ganz dicht war der Auspuff anscheinend auch nicht, aber jetzt sollte er wieder dicht sein und das macht auch gleich ein viel schöneres Bild. Wie gesagt, die Kette ist zu stramm, die muss wirklich, also sie darf sich einen Zentimeter nach unten wie aber auch nach oben drücken lassen. Also circa wenigstens ein Zentimeter. Das heißt, ich löse jetzt mal das Rad. Das sollte schon reichen. Jetzt die andere Seite noch. Hier ebenfalls lösen. Und nun nehme ich meine Ratsche mit der langen Nuss und drehe erstmal circa anderthalb Umdrehungen raus, dass wir hier, seht ihr, hier bekommen wir schon Luft rein. Das mache ich jetzt, oder ich gucke jetzt mal, dass das mit Rad auch mittig läuft, ob die Einstellschrauben auch aneinander passen, das heißt, dass das Rad auch mittig läuft. Nun ist diese Stellschraube dran, ungefähr das gleiche und jetzt noch mal nach vorne stoßen das Ganze und jetzt spanne ich wieder die Kette. Jetzt gehe ich natürlich wieder auf die Kettenseite rüber. Gut, jetzt nehme ich aber einen Maulschlüssel und gucke, achte hier unten drauf, weil hier unten soll die Kette sauber eingeführt werden. Und nach Möglichkeit auch mittig. Das sieht sehr gut aus. Nun spanne ich sie aber.
merke mir ungefähr die Umdrehung, gucke mal. Gut, hier kann ich noch mal ein Stück zurück. Nicht vergessen, das Rad noch mal nach vorne zu bewegen. Ja, ne? Wir dürfen noch ein bisschen nachspannen. Moment, von unten nach oben. So. Ja, das sieht schon recht gut aus. Ja, also so würde ich ganz gerne die Kette lassen. Ich gucke auch vorne zum Kettenrad, hier vorne, wie sie hier drauf kommt. Ich drehe jetzt noch mal am Hinterrad und hier muss die Kette auch mittig laufen, also ganz, ganz sauber. Ja, das tut sie auch. Zwischendurch gucke ich noch mal nach der Spannung. Ja, also nicht mehr lockerer und nicht mehr fester. Das heißt, ja, die Spannung scheint ganz gut zu sein. Drehe nochmal, gucke nochmal. Seht ihr, jetzt ist die Kette wieder ein bisschen loser. Das ist eben das Problem, wenn das Kettenrad nicht ganz mittig läuft, ne? Also wenn das Kettenrad an einer Stelle sozusagen ein bisschen höher ist vielleicht als die andere Seite. Deshalb, ich drehe jetzt nochmal, wir gucken, nun ist sie wieder ein bisschen gespannter. So kann ich sie aber jetzt lassen. Der Rest arbeitet sich so zurecht, wie es sein soll. Mit dem Anziehen von Hinterrad kann es natürlich passieren, dass sich die Kette nochmal leicht nachspannt. Das finden wir jetzt raus, indem ich jetzt erstmal diese Seite anziehe. Ja. Seht ihr, hier wird es wieder wackeliger, schwabbliger. Bin ich etwas weiter wieder, spannt sie sich wieder ein bisschen. Ich würde sagen, so soll sie sich erstmal einfahren, weil das sieht noch alles recht neu aus. Also die Kette sieht noch recht neu aus. Das Ritzel wie auch das Kettenrad. Also solange nicht so eine extreme Spannung drauf kommt und sie sauber läuft, kann ich das oder werde ich es jetzt so erstmal lassen. Ich kann natürlich auch gucken, wie sind denn die Lager, ne? Die Lager, die Buchsen hier drin. Aber ja, ein ganz minimaler Spiel ist hier drin, stelle ich fest. Die sollte man dann später auch nochmal nachgucken, ne? Wie ich ja auch schon was angedeutet habe mit dem Motor. Da muss man in grauer Zeit auch dran gehen. Die Seite ist erledigt. Ziehe ich an. Was ich natürlich noch mache, ich ziehe die Mutter leicht gegen. So kann nichts mehr verrutschen, so ist hier ein Stopp drin. Ich kann, oder die Mutter kann sich auch nicht mal lösen, obwohl das eine selbstsichernde ist. Aber ich schraube sie immer ganz leicht wieder gegen den Anschlag. So ist man ganz gut geschützt damit und oder man sichert sich ein bisschen ab. Die Seite ist dran. Festziehen. Man sieht, das Rad war wirklich schön locker, also dass sich wirklich alles frei bewegen konnte. Festziehen und den 10er Schlüssel nehmen, hier nochmal ansetzen und ja, hier war gut Spannung drauf, brauche ich nichts mehr machen. Ja, funktioniert und Gott sei Dank jetzt auch wieder die Rücktrittbremse. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist hier der Tacho. Okay, hier wurde schon was gequetscht. Das ist die Tachowelle, die ich hier gerade in der Hand habe. Die geht hier runter und geht zu der Schnecke. Aber warum hat man die Welle einfach da vorgelegt, vor dieser Öse? Warum ziehe ich die nicht gleich rein? Und funktioniert sie denn überhaupt?
das probieren wir einfach aus, indem ich das Bohrvorhaben mal ablasse und sozusagen ein Vorderrad drehe. Dann kann ich auch sehen, funktioniert der Tacho. Gut. Hier ist der staubige Tacho. Ich hebe jetzt das Vorderrad mal etwas an und drehe auch gleichzeitig mal am Rad. Oh, hört ihr das? Ein bisschen quietscht es hier. Und es funktioniert auf jeden Fall kein Tacho. Das scheint was defekt zu sein. Was mir noch aufgefallen war, genau, der Spiegel. Den würde ich jetzt auch ganz gerne so einigermaßen hier einstellen und festziehen. Hier drinne ist eine Buchse, das heißt, dass diese Klammer nicht sich ganz zusammendrückt, also zusammenquetscht. Diese Buchse ist dafür da, dass der Spiegel sich festigt, aber dass diese Klammer sich hier, wie gesagt, nicht platt drückt. Okay, ich ziehe mal den Spiegel an. Ja, das sieht schon gut aus. Gucke mal, wie fest ist er. Oh ja, der hat eine gute Festigkeit. Ich glaube, ich lasse ihn auch erstmal so. Ja, gucke noch mal ein bisschen vielleicht. Ja, das reicht. Auch erledigt. So wackelt der Spiegel nicht mehr hin und her. Was mir noch aufgefallen ist, und zwar hier von dem Griff die Verschraubung. Da möchte ich mal gucken, dass ich hier, ich muss mal gucken, ist das 7 oder ist das 8? Ich habe jetzt 7 in der Hand. Nein, das ist eine 8er. Man kommt hier nur eben nicht ganz so gut dran. Ja. So sollte es gehen. Die konter ich hier einfach nur mal ein bisschen gegen. Aber man sieht, hier ist alles, bleibt alles gängig. Nur so kann man die Verschraubung nicht verlieren. Hier unten ist ja unser Dekompression, schimpft sich das richtig. Das ist unser Dekompressionshebel und der ist ja total vergeigt, also total verbogen. Da gehen wir auch noch dran. Aber jetzt möchte ich noch mal eine Schraube nachziehen. Und zwar von der Vorderbremse. Seht ihr das? Da ist ein bisschen sehr viel Spiel drin. Ne? Ich gucke mal, rutscht sie rein oder lässt sie sich reindrehen? Nein, sie rutscht rein. Das heißt, hier unten ist diesmal keine Mutter. Drehe euch mal. Hier. Hier gehört normalerweise eine Mutter drauf. Die ist nicht vorhanden. Da hole ich jetzt eine selbstsichernde dazu. Ja, dieses Mofa hatte schon lange keine Liebe mehr bekommen. Oder geschweige Wartung. Ich drehe jetzt hier mal die neue Mutter auf, das sieht man jetzt glaube ich auch, und gehe oben mit dem Schraubendreher gegen und drehe von oben erstmal. So, dass wir auf der sicheren Seite sind, weil wenn diese Schraube flöten geht, ist kein mitgeholfen. Man sieht, der Wackler ist weg. Weil es ist ja Kunststoff, aber ihr seht, ich kann hier noch ein bisschen lösen wieder. Ich habe das doch ein bisschen stramm eingestellt. Ja. Jawohl, funktioniert auch wieder. Gerade so ein Oldtimer-Mofa, was nicht mehr produziert wird und ja, eins der letzten mit ist. Es ist schade, wenn man sieht, wenn man da nichts dran macht. André sagt aber auch schon,
Peter, ich habe keine Ahnung davon. Ich fahre gerne damit, aber ich habe davon leider keine Ahnung. Jetzt weiß er Bescheid, wer das vielleicht mal nachgucken könnte, wenn ihm mal was auffällt. Ja, ich sage ihm auch nochmal Bescheid, dass er dann ein bisschen eher vorbeikommt, dass wir dann gleich das erledigen, was erledigt werden soll. Ne? Das ist übrigens Nachbarschaftshilfe. Also das läuft unter wirklich rein Nachbarschaftshilfe. André wohnt ja nicht weit von mir weg, deshalb Nachbarschaft. Ja, normalerweise wollte ich jetzt eigentlich gerne noch das Gas auseinandernehmen, weil da würde ich gerne einen neuen Bautenzug plus Hülle neu einziehen. Ja, den Grund habe ich ja schon erwähnt. Dann ist ja noch eins. Ah, das sage ich euch später. Jetzt nehme ich den kleinsten Schraubendreher, den ich finden konnte. Nein, natürlich nicht. Aber für diese Schraube hier ist dieser große Schraubendreher echt ideal. Oh, ihr habt gesehen, ich brauchte nicht viel Schrauben. Gut, ich möchte auch nur den Gashebel anlösen. Das heißt, wir müssen das ganze Teil abziehen, dass ich hier an meinen Gasbautenzug komme, weil den muss ich ja dort ausklinken. Und wenn wir das Ganze auseinandernehmen, denke ich mal, dann setzen wir ein bisschen Fett rein, falls es mal regnet oder das Teil mal draußen stehen sollte, dass hier nicht gleich die Witterung rankommt. Das Gute ist, ich kann jetzt hier oben meinen Deckel lösen und der Vergaser kann so sitzen bleiben. Ich mache hier einfach meine zwei Schräubchen ab und schon habe ich meinen Schieber in der Hand. Ich glaube, den Schieber, den werde ich nochmal bisschen sauber machen. Ich finde, der gleitet auch nicht so schön, nicht so sauber. Das mache ich damit Stahlwolle. Gut, jetzt heißt es erstmal, ich suche meinen Bautenzug, weil den nehmen wir jetzt komplett raus. Ich habe gesehen, hier sind alle Bautenzüge mit einer Rappband zusammengezogen. Okay, und das ganz schön straff. Also da ist ganz schön, die wurden extrem, möchte ich sagen, extrem dolle zusammengezogen. Die haben hier gar keinen, die können gar nicht arbeiten. Ein Bautenzug muss auch arbeiten können. Und wenn der einfach hier fest drin ist, was ja schön aussieht, aber was den Kreis auch unterbrechen kann, weil er sich nicht mitschieben kann und nicht mitziehen kann, da sollte man das ein bisschen oder sollte man überlegen und das doch ein bisschen lockerer lassen, dass er mitarbeiten kann. Gut, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich ziehe hier alles so. Nein, wisst ihr, was ich mache? Ich nehme das Teil jetzt ab. Das geht auch ganz einfach. Hier kommt mein Bautenzug raus, nach Möglichkeit, wenn er nicht gerade hinterher rutscht. So, und jetzt muss er hier rüber. Also ich bin wirklich der Meinung, er ist zu kurz. Deshalb, also normalerweise müsste der sich jetzt recht einfach aushängen lassen, was er so nicht tut. Ne? Weil ich brauche nur in dieses andere Löchlein rein. Moment, ich hole mal was dazu. So. Und zwar schiebe ich das Ganze jetzt nochmal und nehme mir meine Spitzhange. Ja, hier ist ein bisschen Kraft hinter. Da werde ich immer noch nicht dran kommen. Und versuche jetzt mal den Bautenzug zu greifen.
wenn ich nicht andauernd die Nadel greifen würde. Ich drehe das Ganze mal. Ja, das rutscht ganz schön mit. Es ist manchmal doch nicht so einfach. Gut, jetzt auch nicht. Man hat hier, man kann hier auch nicht so gut halten. Ha, rutscht wieder rein. Ansonsten hänge ich ihn oben aus. Ja, genau, das mache ich auch. Ich hänge den einfach erstmal oben aus, dann kriege ich das auch leichter ab. Okay, ich versuche jetzt mal das Ganze hier abzuziehen. Die Bautenzüge sollten eigentlich lang genug dafür sein, dass man hier oben, ja, knapp, aber es funktioniert. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Zack. Jetzt hänge ich nur noch den Bautenzug aus. So habe ich jetzt auch meinen Bautenzug und ich drücke jetzt einfach hier seitlich von Griff das Teil weg und ziehe somit meinen Bautenzug raus. Und das ist auch schon ein selbstgebauter Bautenzug, weil das ist ein Teil, was man separat anschrauben kann. Ich denke mal, das Ganze wurde zu kurz verarbeitet. Da hätte vielleicht wenigstens noch so fast gute 5 mm hätte es länger sein können. Tja, wir nehmen das mal raus und schauen mal, ob wir wirklich nur ein neues Endstück reinziehen. Also sprich, einen neuen Zug. Da ich jetzt den Bautenzug hier frei habe, nehme ich ihn erstmal ganz raus, um mir das Ganze mal anzugucken, auch von der Länge dann nochmal. Vielleicht können wir das, wie gesagt, die Ummantlung lassen. Ja, die Ummantlung sieht noch wirklich einwandfrei aus. Ich teste das dann nochmal. Auf jeden Fall kommt hier ein längerer Zug rein. Ne? Aber jetzt kann ich euch das auch zeigen. Hier. Jetzt sollte es nämlich ganz einfach gehen. Zur Seite drücken, rausziehen. So habe ich meinen Schieber mit der Nadel. Hier ist noch ein Ring. Der sieht so aus. Und natürlich die Feder. Und mal gucken, ob das freiwillig rutscht. Und mein Deckel. Gut. Das heißt, diese Schraube jetzt lösen und wenigstens Zentimeter länger. Nein, 5 mm wenigstens länger. Da auch kein Bauzug dieser Art dabei ist, habe ich Gott sei Dank welche. Ich habe immer welche in Reserve. Auch diese Teile habe ich in Reserve. Das heißt, das passt schon mal alles dann. Ja, jetzt gucke ich erstmal, oder gucken wir, ist der Bautenzug jetzt wirklich von der Länge lang genug oder nehme ich eine neue Hülle? Ich mache das mal ganz einfach. Ich setze das jetzt hier einfach nochmal drauf. Ja, hier kommt auf jeden Fall auch Fett rein, weil das ist sowas von trocken. Ja, da setze ich dann nochmal Fett rein. So, hier ist mein Bautenzug. Nun ziehe ich ihn nochmal so lang, dass er schön sauber hier durchläuft. So, setze ihn jetzt hier mal an. Ich gucke jetzt nochmal, der Griff kommt so hin. Hier würde der Bautenzug, jetzt habe ich natürlich die falsche Seite, ist aber nicht so schlimm. Hier würde der Bautenzug, also die Ummantlung, reinkommen. Ich komme mal rum. Nun habe ich hier das Ende. Halte es hier jetzt mal an. Einfach um zu sehen, ja doch, das sollte reichen, auch wenn der Lenker sich bewegt. Nur, das Problem war,
Er konnte sich nicht mitbewegen. Das ist das Problem gewesen. Hier ist genauso. Sehe ich gerade. Hier, das hängt dahinter irgendwie. Hier ist auch noch ein Rappband. Das ist gar nicht gut, wenn das alles mit Rappband so extrem befestigt wird. Als Haltepunkt, ja. Aber dass sich immer noch was ein bisschen bewegen kann. Gerade weil der ganze Lenker oben schlägt. Ne? Also hin und her geht. Gut. Ummantelung können wir lassen. Komm mal her hier. Das heißt, als nächstes kommt der Bautenzug dran. Das Einsetzen von dem Bautenzug, das wird in dem nächsten Video passieren. Aber was ich schon mal sagen kann ist, ich hatte ja vorhin angesprochen, dass mir am Motor was aufgefallen ist. Und zwar würde ich sagen, die Kurbelwellenlager geben langsam den Geist auf. Es könnte auch sein, dass der Kolben eventuell ein bisschen klappert, wo ich nicht unbedingt dran glaube, weil die Kompression ist noch so, so super da, dass ich davon ausgehe, dass vielleicht ein oder zwei Lager von der Kurbelwelle defekt sind. Das heißt, ich muss irgendwann die Kurbelwelle ausbauen und auf jeden Fall neu lagern. Das ist das, wo ich auch sagte, da muss André mitspielen. Weil das kostet auf jeden Fall ein paar Euro. Ne? Hierfür nehme ich gar nichts. Nachbarschaftshilfe heißt die oder das Thema. Wir sind ja noch nicht fertig. Der Gasbautenzug muss noch rein. Der Dekompressionshebel muss noch gerichtet werden und dass er auch wieder sauber funktioniert. Zur Not müssen wir ihn unten nochmal ausbauen, am Zylinderkopf rausschrauben, nachgucken und mal nachsehen auf jeden Fall. Tja, was soll ich sagen? Schön, dass ihr dabei wart. Danke. Und tschüss.